Ja, moin Leute, Smooth am Start mit einer weiteren Folge zu Heroes of the Storm und dem 20. ESL Community Cup, den ich gestern gemeinsam mit Chrome gecastet habe. Und wundert euch nicht, während dieses Streams, woraus hier dieses Video entstanden ist, haben wir Beta-Keys verlost, deswegen wird ein, zweimal drüber gesprochen. Ich werde morgen am 23.01. ebenfalls ein Video auf diesem Kanal raushauen, wo es darum geht, dass ihr Beta-Keys gewinnen könnt. Schaut vielleicht einfach nochmal rein, wenn ihr Lust habt. Jetzt geht's aber erstmal los jetzt hier mit 4 Germans plus 1 gegen Undercover Team und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Was hat man gesagt? 4 Germans? 4 plus, ja genau. Mhm. Ja, 4 Germans plus 1, aber wir sagen 4 Germans. Fungichen, Falstad, Ceratul, Tazadown, Arthas. Genau. So, genau. Ich beantworte nochmal ganz kurz Mr. Türkelchen. Ja klar, er kann ja den haben, er möge mir dann einfach die Nachricht schreiben. Und all the right moves. 8, 7, jo, würde den dann bekommen. Einmal eine Nachricht schreiben mit seinen Daten und dann ist das okay. Ja, Undercover hat hier versucht, irgendwie was aufzulauern im Wald, aber ist nichts gekommen. Währenddessen hat sich einfach 4 Germans aufgeteilt, unten 3, Mitte und oben einer, typische Aufteilung. Erst jetzt kommt der Sitches dazu, oder? Der Kleiner. Gegen 3 Leute. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht nochmal switchen werden. Wobei, jetzt haben wir auch 3 vom Team in Blau jetzt hier auf der Top-Lane. Deswegen, da müssen wir mal gucken. Vielleicht pushen sie jeweils auf den Lanes. Da kommt wenn sie in der Top-Lane genauso schnell pushen können, würde das schon gehen. Aber ja, weiß ich nicht. Muss mal gucken. Ich meine, Baller kann gut pushen. Klar, und Nacebo sowieso. Uta noch im Hintergrund, der ein bisschen heilt und vielleicht nochmal stunnen kann. Könnte schon gehen. Unten, wie sieht es unten aus, Falstad. Tazada, Brightwing, beides irgendwie gute Kombinationen hier, also 3er Teams. Ja, jetzt wird auf der Botlane definitiv gepusht, also wir sehen jetzt auch schon, der Tower, der geht schon fast down. Da kann der Sitches gar nichts machen, gucken wir mal kurz nach oben, da sind sie noch nicht ganz so weit. Ja. Ja, wir haben also natürlich pushen, einen Psystorm. Pushen wirklich etwas besser. Ja. Ja, Mitte ist, da geht es wirklich nur um die XP. Standard halt einfach. Anti-Hero kriegt jetzt ein bisschen einen schönen Stun ins Gesicht, aber er dominiert hier aktuell an der Stelle noch ein bisschen gegen Muradin. Ja, ich glaube, Ernie ist ein bisschen stärker als Muradin, ne? Aber gut. Noch relativ aussehen. Aber da geht der nächste Tower down. Also dieser Push zu dritt hier, naja gut, falls dann macht ein Mörder Schaden. Aber auch die anderen beiden hauen gut mit drauf. Und oben, naja, oben ist es aber jetzt auch so, dass sie da den zweiten Tower down kriegen, ne? Genau. Also es ist relativ ausgeglichen jetzt hier an der Stelle. Auch wenn ich fast sagen würde, dass die unten, die sie hier gepusht haben, sie waren auf jeden Fall schneller. Aber am Ende kommt es auf selbe hinaus. Also, ja. Das ist jetzt, also du siehst es ja auch in der Erfahrung, ne? Es ist wirklich ziemlicher Gleichstand. Der Hook. Aber ja, cool. Der Hook kam, im Video sieht das, zack, kurz unverbundbar. Und geht vorbei. Sehr gut gemacht. So, Brightwing portet sich weg auf die Top-Lane jetzt hier, um BKB auf jeden Fall zu unterstützen. Der Arthas ist natürlich auch perfektes Timing, denn das erste Tribut spawnt jetzt hier. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Team Undercover steht schon bereit. Und 4 Germans sind auch mit 3 Leuten oben. Jetzt joint Muradin und jeweils Ceratul rein. Und vielleicht sehen wir jetzt den ersten Engage hier. Arthas steht vorne, kriegt einen Stun ins Gesicht. Schöner Schaden. Falstad kann ein bisschen zurücktreiben. Anti-Hero joint auch rein und hat ein bisschen Schaden gemacht. Der Hook geht daneben und beide Teams gehen jetzt erstmal ein bisschen auf Abstand. Jetzt bin ich gespannt, ob hier ein Hook kommt. Ich finde, 4 Germans standen gerade ganz gut. 4 Germans standen ganz gut, haben sich jetzt aber doch wieder einen Platz platziert. Aber oh, guck mal, wie schnell halt so weit irgendwie wieder hochreihen kann, ne? Ja, klar. Die 4 Germans, die haben aber von den Lebenspunkten halt einfach gerade einen extremen Vorteil. Ja, genau. Das ist halt Brightwing, der hat echt so schnell die Truppe wieder hochgehalten. Einfach mal so passiv. Ja, Muradin geht jetzt mittlerweile schon wieder Richtung Botlane. Da haben sie sich wohl so abgestimmt. Tribut überlassen wir jetzt hier erstmal 4 Germans. Ja. Und da sieht es gut. Dafür wichtiger. Können wir eventuell ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Naja, falls das direkt wieder um. Richtig, genau. Da haben sie natürlich einen sehr mobilen Helden, der hier selbstverständlich auf die Lanes wieder so unglaublich schnell zurück kann. Ja, und ja, Arthas bekommt top wieder Unterstützung. Also selbst wenn jetzt hier der erste Tribut für 4 Germans, 4 Germans ging, trotzdem kann man hier noch nichts sagen. Ganz kurz nochmal zu der Frage im Chat. Ja,
All the Right Moves 87 möge bitte ihre Daten an diesen Channel schicken. Der nächste Tribute ist da in 7 Sekunden. Und Muradin kriegt unten immer noch ein bisschen, also eigentlich ordentlich Schaden ab. Ich bin jetzt gespannt, wie die Teams sich jetzt hier an der Stelle aufstellen. Team Undercover ist auf jeden Fall zuerst da. Da Brightwing kann natürlich schnell wieder nachkommen, kennen wir ja alle. Und da geht wieder der Hook, der nicht trifft. Der sollte vielleicht beim nächsten Mal sitzen, um vielleicht einen frühen Vorteil zu bekommen, vor allem wenn es um die Tribute geht. Ja, Sivo eine schöne Wall gesetzt. Brightwing hilft hier dem Fallstart auf jeden Fall. Und jetzt steht es von den Tributen her 1:1. Arthas muss sich ein bisschen zurückziehen. Kommt der Hook auf jeden Fall gegen Serathur, der natürlich wieder rausspringt. Schöner Stun von Uther und der Kill. Sehr schön. Der könnte auch noch sterben. Arthas könnte, na gut, der Bolt, war gerade CD drauf. Hätte er vielleicht nochmal hinterher chasen können, aber war auch ein bisschen risky. Vielleicht gut gewesen, dass er doch zurückgegangen ist. Gut gemacht hier auf jeden Fall von Undercover. Ich muss mal ganz kurz Nase putzen. Lass uns im Solo-Kampf weitermachen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir sehen jetzt hier wieder Nasibut auf der Top-Lane gegen Arthas. In der Mitte steht jetzt Falstad mit Brightwing. Und hier wird auf der Bot-Lane jetzt das erste Hardcamp gemacht. Während, drittes Tribut ist da. In 8 Sekunden. Und da bin ich jetzt gespannt. Muradin ist ziemlich low. Valla hat kein Mana. Stitches ist extrem out of position. Ich könnte mir jetzt fast vorstellen, dass Anti-Hero jetzt hier einfach den Tribut einnimmt. Da wird auch keiner stören kommen. Uther ist zwar auf dem Weg, aber das wird zeitlich nicht ausreichen. Ja. 1:2 Punkte jetzt hier für 4 Germans. So, Nase ist wieder sauber. Ich bin wieder da. Sehr gut. Level 10 auf beiden Seiten. Also hier jetzt kein großer Vorteil für irgendwen. Ja, es ist halt schon ganz nett, wenn man schon mal 2 Tribute hat. Man weiß, man freut sich nur noch 1 zum nächsten Tribut. Und das heißt auch, das setzt halt auch wirklich Mausbots unter Druck. Das heißt, die können jetzt nicht irgendwie beim nächsten Tribut sagen, okay, das lassen wir jetzt einfach mal den anderen. Die müssen eigentlich fighten. Und das könnte theoretisch Fort Germans machen. Die könnten dann sagen, okay, ja, ist noch kein Tribut, schenken wir denen das eine, machen zum Beispiel einen Boss oder so in der Zeit. Wäre durchaus möglich. Sieht aber so aus, als ob, na, ich dachte, Muradin stellt sich schon mal Bossregion hin, aber scheint er wohl doch nicht zu machen. Wir sehen, mir ist gerade aufgefallen, auf Muradin haben wir die Kinnhaken-Ultimate, so heißt sie zumindest im Deutschen. Ziemlich interessant, auf jeden Fall sehe ich ihn relativ selten, normalerweise wird er Das Avatar machen die aber wahrscheinlich nur, weil es ein Doppeltank ist. Wenn der jetzt alleine wäre, würde das bestimmt nicht machen. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da werden wir sich halt Sicherheit gleich die Ultimate sehen, also lassen wir uns mal überraschen. Super gespannt, wie er das einsetzen kann und was da passieren wird. Ja, Stitches steht. Ja, ich denke mal, wir werden gleich einen Hook sehen. Wenn er denn mal sitzt. Whitewing joint jetzt rein und da kommt eine wunderbare Ultimate jetzt hier von Serathur. Sehr schön gemacht, da kommt der schöne Following Damage von Falstad, der mit seiner Ultimate richtig gut Schaden gemacht hat. Karine, wunderbare Ulti reingehauen. Da kommen die Stunts auf jeden Fall. Aber Team Undercover jetzt hier im dicken Nachteil. 3 Leute down, 4 Leute down und Nasibo wird wahrscheinlich auch noch down gehen. Da das kommt ist, einfach der dicke Damage. Das ist in seinem Lerngefängnis. Das ist halt so entscheidend. Und dann dieser Follow-up halt sofort mit Falstad hat halt super gepasst, ne? Ja, da wird jetzt der Boss gemacht und anschließend haben sie dann den dritten Tribut-Stack und dann geht es einfach Richtung Pushen. Könnten sie vielleicht sogar den Boss alleine pushen lassen mit dem Fluch. Haben sie natürlich die besten Möglichkeiten. Das ist halt einfach geil. Sie können es machen. Sie können einfach mal den Boss machen. Genau in dem Augenblick, im richtigen Augenblick, wo der Boss jetzt fertig ist, nimmt er das Tribut. Das heißt, der Boss pusht komplett in der Verfluchtphase. Besser geht's gar nicht. Genau. Ja, das ist halt echt genial. Ja, und wenn sie richtig geil sind, machen sie noch ihren eigenen Boss. Das denke ich, werden sie machen. Ja. Und dann vielleicht die Top-Lane durchpushen. Sie pushen jetzt. Ja, das können sie natürlich dann auch machen. Ja. Na? Doch, sie gehen zum Boss. Wir gehen zum Boss. Ach, sie schon sie überlegen, ob sie doch, aber nee, sie machen den Boss. Und ja, wir sehen es halt unten, ne? Ich meine, Team Undercover ist halt beschäftigt. Sie müssen den Boss erstmal verteidigen. Ja, so sieht's aus. Und jetzt sind sie mit dem Boss fertig. Wenn sie es vom Timing her gut hinhauen, dann werden sie top auf jeden Fall noch das Fort einreißen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und da wird
dieser Kommentar, sorry, das ist so geil. Meine Fresse, wer spielt denn das bitte auf Deutsch? Ja, da hast du vollkommen recht. Ich muss dir allerdings sagen, als ich auch meine Videos gemacht habe, es gibt Leute, die sagen, wenn es ein deutsches Video ist, dann haben die, dann hat das Spiel auf Deutsch eingestellt zu sein. Da haben wir es einfach angepasst und Deutsch kann jeder, der jetzt hier wahrscheinlich zuguckt. So ziemlich. Man muss da halt prioritieren, wenn wir sagen, okay, genau, wir machen ein deutsches Team, wir machen eine deutsche Community. Ich finde die Namen teilweise halt auch echt doof, ja. Und ich habe am Anfang auch wirklich nur auf Englisch gespielt. Ich habe die Sprache habe ich auch weiterhin ja auf Englisch. Aber von den Texten her bleiben wir doch halt bei Deutsch. Alleine eben, es gibt welche, die können vielleicht kein Englisch oder nicht so gut. Und ja, Blizzard hat sich da schon halt eben Namen ausgedacht, deutsche, und deswegen werden wir die halt auch benutzen, weil wir halt eben eine deutsche Community sind. So blöd das halt auch klingt, aber ist so. Ja. Aber ich fand es trotzdem sehr witzig. Oh, der Seratul wurde jetzt gerade auf jeden Fall vom Stitches gefressen. Er springt raus weg und da kommt halt einfach gar nichts. Ja. Ja, Seratul ist halt ein eher unglücklich gewähltes Ziel für einen Hook. Der muss dann sofort. Oh, der nächste Hook gegen Tassadar. Und eine wunderbare Ultimate sind die von Seratul Baller. Hat ihren Strafe rausgehauen. Na, Uzma muss jetzt hier aufpassen. Und Nasibo, wunderbare Ult jetzt hier. Kann richtig guten Schaden machen gegen Brightwing und gegen Arthas. Wir sehen es gerade, BKB ist hier angegangen worden. Wobei Stitches muss zurück. Uzma geht auch down. Ja, und wo kommt der Schaden? Ja, da stand eigentlich relativ gut. Und das sah gut aus. Das sah wirklich gut aus für Team Undercover. Aber jetzt zum Ende irgendwie haben sie es dann doch ein bisschen besser gemacht, bevor Jim. Ja, zeig mal bitte den Damage Hood gerade angebracht. Da haben wir auf jeden Fall eine Valla und eine Nasibu ganz weit oben von Team Undercover und auf der anderen Seite haben wir einen Tassa da, der auf Platz 1 ist. Aber da sieht man auch mal, schaut mal die Healing-Zahlen an. Ja. Der hat einfach mal dreimal so viel geheilt wie ein Uta, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist halt Brightwing, der ist halt ultra stark zur Zeit. Das ist echt mein absoluter Favoriten-Support momentan. Ne? Da geht halt nichts drüber. Und dann halt auch diese ganzen Möglichkeiten, die du hast mit so einem Brightwing, dieses Hin- und Herfliegen. Dieses überall supporten, diesen Hex, dann. Also, das ist halt schon einfach mächtig, ne? Ja. Bypass da, also dann kannst du auch nochmal ganz gut Schaden machen mit so einem Venom, halt nochmal mit diesen Vergiften da drauf. Und das ist halt aber echt. Ein Uther ist halt auch ein guter Pick. Also, Uther mit seinem CC. Ja, halt die Stun-Maschine. Genau, richtig. Mhm. Ja, einen Rega habe ich persönlich relativ selten gesehen, irgendwie in letzter Zeit. Wenn ich jetzt nur noch an andere Heals denke, wir haben ja vorhin gesprochen zu unserer Talkrunde, wo gemeint wurde, dass Malfurion noch relativ stark ist. Dem stimme ich auch zu, weil man Malfurion auch sehr verschieden spielen kann. Und mit seiner Heal-Ulti als auch Stille-Ulti ist es halt einfach super stark. Kann man sagen, was man möchte. Gucken wir mal ganz kurz rein. Stitches ist gerade ein bisschen in der Bredouille. Und da geht er auch down. Da sieht man, wie Tank in Klammern er ist. Ja. Da ist Carrero bestimmt gerade am Flame. Ja. Ah, du Idiot, was läufst du da alleine drauf? Ja, das sollte nicht in so einem Game passieren, wo man jetzt nicht gerade erst ein, zwei Minuten drin ist. Er ist halt noch 20 Minuten down und kann halt den einen oder anderen Tower kosten, ja. Naja, klar, genau so ist es. Meistens müssen sie halt ein bisschen aufpassen. Ist gut, also ist es halt noch nicht gelaufen, ja. Auch wenn jetzt vor Games natürlich, vor Germans wird, von den Forts zumindest, es ist noch nicht gelaufen, also sie haben die Level 16er beide, sie können das fighten, wenn sie zu 5 sind, und durchaus kann das natürlich Team Undercover immer noch gewinnen. Ja, wir können jetzt hier den nächsten Clash sehen, Team Undercover steht nicht gut, finde ich. Ich weiß nicht, ob sie sich dessen bewusst sind, dass jetzt Four Gamers hier warten. Oh, der ist Hook. Da haben sie sowas von keine Ahnung gehabt, wo sich hier das Team in Rot befindet. Und es ist super gut gemacht hier. Ja, Sneaky Action, würde ich sagen. Also allein dieser super Fokus auf Valla sofort rausgenommen. Gleich nach 10 und jetzt noch das super gesetzte Ulti. Also, boah, das ist wirklich ganz gut, was hier die Jungs hier vor Germans hier gerade zeigen. Ja. Nächste Tribute ist da, aber sie werden jetzt hier erstmal durchpushen. Sie haben jetzt hier noch, ich würde das schätzen, 30 entspannte Sekunden, bis dann die Hälfte des anderen Teams wieder steht. Also ziemlich jeder. Machen sie noch die Festung hier. Ja. Ja, da also kommen sie durch. Oh, wie sind hinterher chasen und. Oh, passt doch auf, was macht der denn da? Ja, Brightwing geht helfen. Brightwing. Brightwing ist auch down gegangen.
Trotzdem sind sie durch. Haben sie einen guten Push hingelegt. Ein super Teamfight. Die werden zuerst Level 20 erreichen. Guck dir mal die Walle an. Alter Schwede. Was da an Damage kam gerade von Anti-Hero. Ja. Ja, da ist gerade nun ja ein bisschen zu greedy gewesen. Ne? Da wollte er unbedingt noch den Stitches holen, den Kleiner holen. Und so schnell kann es natürlich gehen. So ein Hook auf den Nexus und dann ist der hin. Als kleiner Damage-Dealer, der nicht viel ab kann. Beide Bosse sind übrigens wieder da. Sprich, Potenzial zum Pushen. Jeder, ich strecke mir gerade. Viel Spaß noch, muss jetzt selbst zocken. Dann viel Glück, Jeder. Ja, und Team Undercover geht jetzt hier den oberen Golem an. Und da bin ich jetzt gespannt, ob vor... Das Problem Germans ist, was machen. Das Ulti ist halt ready. Das Ulti von Seraphim ist halt ready. Das heißt, er wartet jetzt einfach nur. Ja, da kommt die Ulti und da nimmt er den ganz einfach. Damit hätten sie aber auch rechnen können. Karajan ist down. Falster hat Ulti ein bisschen so daneben gegangen. Trotzdem guter Schaden auf jeden Fall. Und das sieht ganz, ganz bitter aus für Team Undercover hier. Das war so klar, aber es war halt auch gut getimed. Also muss man schon sagen, hat Andi hier halt gut gemacht auch, ne? Hat's gesehen. Und ja, ich finde, Team Undercover, du sagst, es hätte das schon ahnen können. Die hätten da nicht so riskant rauslaufen dürfen. Und da halt so, sie hätten da schon ein bisschen gucken müssen, steht da ein Ceratun in der Nähe, ist da irgendwas, was rumschimmert? Also, sie wussten ja, dass er am Leben ist. Sie wussten auch, vielleicht hätten sie zur Not nochmal gucken können, ob das Ulti ready ist oder so, ne? Ich glaube, ich hätte jetzt einfach mal davon, ich wäre einfach mal davon ausgegangen, dass Seraphim seine Ulti ready hatte. Ja. Und also da musst du musst damit rechnen. Also als gutes Team musst du damit rechnen, dass da das Seraphim steht und dass er da einfach mal kurz rein sein Lerngefängnis macht und dir den Boss wegklaut. Genau. Ja, damit zwei Bosse, die jetzt drücken, einmal oben, ne? Ja. Gut, den haben sie jetzt zwar rausgenommen, aber jetzt kommt jetzt schon der nächste. Ja. Also die beschäftigen jetzt halt Team Undercover, ne? Ich meine, sie haben die beste Möglichkeit, die Camps sind alle noch da. Die machen wir jetzt ganz entspannt an der Stelle und dann... Biken können sie jetzt auch, haben verstärkt den Archon, nämlich Level 20, haben... ach, das sehe ich jetzt selten, der Zorn des Sturms. Sturms wurde tatsächlich von Arthas geskillt. Das sehe ich auch wirklich selten. Ist das, wird das wirklich das Skill? Normalerweise verstärkt man sein Ulti, nachdem es Wiederbelebung gibt. Interessant. Ja. Ja, nächste Tribute ist da, beide haben zwei Stacks. Und ja, zum Zorn des Sturms auch noch nie so richtig gesehen. Aber vielleicht dadurch, dass das eine 20er-Talent weggefallen ist, Revive oder wie es auch immer, Reincarnation. Und natürlich schicken sie Envy an Falstaff und dann Drive und nach hinten Envy hier nach hinten. Ja, weil der ist sofort wieder beim Team. Oh, der Hook. Ja, selbst der Tassa da, der hätte wieder wegkommen können. Und guck dir mal an, die stehen einfach wie eine Einsetzer, die werden jetzt weiter pushen. Da der Stitches keine guten Hooks setzt aktuell, ich meine, man muss es auch verstehen können, da ist die Aufregung groß, es läuft sowieso gerade nicht und dann ist es auch meistens so, dass die Hooks nicht sitzen. Das hat einfach was mit der Motivation gerade, beziehungsweise dem Spielverständnis zu tun mit den Leuten. Und da kommt eine wunderbare Fallzeit-Ulti, da kippt quasi der Sivo fast instant. Wunderbare Ulti jetzt hier von Seratul und sie drängen jetzt im Team Undercover zurück, die haben gar keine Chance gerade. Der Healer ist rausgenommen, der Damage-Dealer ist rausgenommen. Zack, zack, zweimal auf dem Tank, tot sind sie. Ja, Alter, das ist so krass. Also ich glaube, weiß nicht, ob sie da nicht mal was machen werden an dem leeren Gefängnis. Das ist echt einfach für meinen Geschmack ein bisschen zu stark zur Zeit. Ja. Ja, schöne Nasibo-Ulti jetzt hier noch an der Stelle, aber reißt leider auch nichts mehr, denn Anti-Hero und BKB finishen das Ganze und damit haben wir im Viertelfinale jetzt 4 Germans plus 1, die gewonnen haben gegen Team Undercover.